aber ich hatte gerade Lust drauf. Ich frag nicht, warum. Einfach nicht fragen. Ich habe einfach so irgendwas gemacht. Was macht er da? Er rechnet vor den Armen. Wisst ihr was? Sind wir mal großzügig. Da, auf ihn! Hier, ich gebe dir doch dein Geld wieder. Was hast du hier verloren? Mann. Verdammt, ich hätte ihn verprügeln sollen, nicht unbedingt direkt, mit der versteckten Klinge dran gehen sollen. Ich sollte ein bisschen diplomatischer werden. Ach, indem man unvorsichtig ist. Da kann sowas schon mal passieren. So, habe ich ihm was schon angefangen zu erzählen? Ich weiß gar nicht, soll ich ihm was erzählen? Während wir hier synchronisieren. Synchronisieren. Dum, dum, dum. Das hörte sich gerade ein bisschen wie ein Katzenschnurren an. Springen. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Kann ich mir hier von einem Pferd klauen? Nein, natürlich nicht. Dann klaue ich mir eben eins von diesen Pferden. Hallo Pferd. Wohin müssen wir? Müssen wir nach Forli? Ach ja, wir müssen nach Forli. Okay, darf ich einmal kurz sagen, wie unglaublich geil das hier aussieht? Mit diesem kleinen Bächlein hier, die Brücke, dem Dieb, der da so lang läuft, das ist auch total... Genau. Solltest du, eventuell. Und nicht einfach stehen bleiben. Ich bin kein schlechter Mensch. Nur verzweifelt. Ja, gut. Das war jetzt sehr schwer. Muss ich schon sagen. Diese Herausforderung war überwältigend. Jedenfalls, was ich sagen wollte. Das Ganze hier mit den Büschen, den Bäumen, dieser Holzbrücke und dem kleinen Bächlein. Und vor allem dieser Weg und den... Ist das Erde? Der Erde da, die so leicht durchschimmert, so rötlich. Sieht's doch ganz schick aus. So. In die Berge. Wirklich in die Berge reisen. Oh, ich weiß, was jetzt kommt. Akzeptieren wir natürlich, wir wollen ja in die Berge. Mit dieser komischen Betonung. Reisen wir dann in die Berge nach diesem Ladebildschirm. Indem wir Leute, also irgendwelche Schatten, verprügeln. Der Umhang ist in diesem Gebiet nicht wirksam. Gut zu wissen. Und wir stehen hier mitten vor der Mission. Und Leonardo, gehen dann rein. Ezio, so ein Glück. Ich habe hier ein kleines Problem. Mal sehen, ob ich helfen kann. Ich weiß, wie man es repariert, habe aber nicht die Kraft. Könntest du den Wagen anheben? Was ist das für ein Ding? Hä? Sieht aus wie eine Riesenfledermaus. Nichts, nur eine Idee, an der ich arbeite. Ich konnte sie nicht vergessen. Wofür ist es? Nun, ich sollte nicht darüber sprechen. Ach, zum Teufel! Ich halte das nicht aus! Ezio, ich glaube, ich habe herausgefunden, wie ein Mann fliegt. Komm, ich fahre. Aber ich habe doch noch nicht mal gesagt, wohin ich will. Na gut. Dort haben wir kurz Leonardo da Vincis Flugmaschine gesehen, die eigentlich nur in real als Entwurf existierte, soweit ich weiß. Oder? Keine Ahnung. Leonardos Kutsche nach Venedig fahren. Der Romagna-Ausflug. Venezia, so eine schöne Stadt. So viele Inspirationsquellen. Ponte del Rialto, Piazza San Marco, La Senale. Was ist? Wir sind nicht allein.
Oh nein. Was geht hier vor? Wer sind die? Rodrigo Borgias Männer. Warum? Was wollen sie von uns? Ich denke, sie wollen unseren Tod. Leonardo, versteck dich. Hey, Fahrzeugmission. Sie versuchen raufzuklettern. Wirf sie wieder ab. So, abwerfen. Ach ja, indem ich irgendwie wild in irgendwelche Richtungen lenke. Edson, jemand ist oben drauf. Fahr in die Kurven, um ihn abzuwerfen. Ja, ich fahre schon die Kurve. Nein, nicht gegenlaufen. Ja. Oh mein Gott, diese Steuerung ist nicht besonders schön. Ja, es steuert sich ein wenig hakelig. Oh mein Gott, das war knapp. Ganz ruhig. Die Kurvenlage von dem Ding ist nicht gerade sehr gut. Also, es ist auf jeden Fall nicht mit Need for Speed zu vergleichen. Vor allem, weil es kein Nitro gibt. Das wäre mal lustig hier so bei einem... Nein. Wie sollte das aussehen? Oh mein Gott, da ist eine Brücke, die brennt. Halt dich gut fest. Das wird ein bisschen hart. Oh mein Gott, da ist eine Brücke. Übersteuerung. Oh Mann. Das war knapp. Das nicht. Oh Mann. Natürlich, jetzt schießen die auch noch mit Brandpfeilen auf mich. Was gibt es Besseres? Immer schön ausweichen. Oh, jetzt kommen auch noch die dazu. Nein. Nein. Unter da. Naja. Boah. Wie gesagt, die Kurvenlage ist nicht besonders gut. Na komm. Naja, zumindest das Runterschmeißen geht ganz gut. Tut mir leid, wenn ich gerade ein bisschen ruhiger bin. Ich konzentriere mich gerade ein wenig. Ja, sowas soll auch möglich sein. Nein. Pass auf, hinter dir! Tu irgendwas! Halt los, Ezio! Fast geschafft! Warum? Was? Wie? Ich wusste gerade nicht, welche Taste das ist. Tut mir leid, das war mein Fehler. Das ist die blöde Gamepad-Steuerung, die natürlich nicht die Tasten anzeigt, welche das genau ist. Naja, dann machen wir das Ganze eben nochmal. Diesmal vielleicht sogar ein bisschen besser. Oder wir fahren einfach genau durch die Branddinger durch. Brandherde. Wir sollten mal so ein paar Wörter einfallen, während ich rede. Um die Kurve. Und der ist auch wieder runtergeschmissen worden. Na komm. Nicht zu hektisch werden. Aber es sieht gut aus. Immer schön die Kurven eng nehmen. Und dann nicht unbedingt durch die... Nein, nicht da auch noch durch. Ah, die Tasche brennt. Jetzt nicht mehr. Hurra, hurra, die Kutsche brennt. Ich höre auf damit. Ich sollte mich wieder mehr aufs Spiel konzentrieren. So. Ja? Hallo? Los, Leonardo. Ah. Sie wollen mich, nicht dich. Ich treffe dich später wieder. Na gut, dann kämpfe ich.
Raju, fass ihn, da! Das war nicht besonders schwer. Ein bisschen kontern jetzt. Ich werde nicht müde. Ja. Jetzt konter mal. Ja? Wenn mal einer von euch angreift. Was? Braucht ihr die Erlaubnis? Na gut. Nein, jetzt zerbricht unsere ganze Rüstung. Dann gehe ich eben die. Dann gehe eben ich in die Offensive so. Sprechen will gelernt sein. Jetzt komm. Ja, siehste, geht doch. So. Was haben wir denn hier? Gibt's hier noch irgendwas zum Abstauben? Aber ich glaube nicht. Ich schaue mal. Und sehe. Sehe ich irgendwas? Und sehe nichts. Nee. Dann sag ich mal, Pferdsche, komm her. Und dann da lang. Romagna-Ausflug synchronisiert. Ja. Rennen freigeschaltet. Auftragsattentate freigeschaltet. Kurier-Mission freigeschaltet. Stegereien freigeschaltet. Und das Pferd dreht sich im Kreis. Und das war jetzt was? Geld werfen. Es war Geld werfen. Nein. Wieso kann ich hier nicht zwischen den Waffen wechseln? Och Mann. Das deprimiert mich. Na gut, Umhang ist in diesem Gebiet nicht wirksam, das habe ich mir schon fast gedacht. Oh, ein Assassinengrab haben wir hier. Assassinengrab oder Mission? Ich werfe Assassinengrab. Denn wie schon erwähnt, die Rüstung von Alter hier will ich mir nicht unbedingt entgehen lassen. Denn die lohnt sich schon. Für das, was die kann. Moment. Bin ich jetzt dran vorbeigeritten? Was war das? Jetzt hat die Kamera nicht diesen coolen Move gezeigt. Von einem Pferd auf das andere. Muss man erstmal schaffen. Ach ja. Stimmt, ja. Das war der Eingang hier. Roccardi, Rivaldino. Der gute Dino. Interagieren. Und wieder mal ein Ladebildschirm. Den haben wir auch noch so selten gesehen. Rufen Sie denn den A bla 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 bla. Hui, klettern.